Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade in München unterwegs, auf dem Weg zum Flughafen, weil heute geht es für mich nach England. Morgen und übermorgen, Samstag und Sonntag, ist die Northern Angling Show. Und anschließend gehe ich auch ein paar Tage angeln. Und ich nehme euch mit. Mal schauen, was da so geht in England. Schon bin ich in England angekommen, es war ein sehr entspannter Flug und ich bin jetzt im Hotelzimmer, alles easy. Ich hau mich jetzt erstmal aufs Ohr und morgen geht's dann auf die Northern Angling Show. Erster Tag in England, es regnet, es ist mega windig, was für ein Scheißwetter. Ich sitze jetzt im Auto zusammen mit Louis und wir sind jetzt auf dem Weg nach London. Wir haben die Messe verlassen und fahren jetzt zu ihm nach Hause und morgen geht es endlich das erste Mal angeln in England. Montagmorgen in England. Louis ist schon unterwegs. Wir gehen jetzt ans Wasser. Vielleicht fange ich heute meinen ersten Karpfen in England. Mal gucken, ob es klappt. Yeah. Louis is ready. Let's go. Kann losgehen. Louis hat mir gerade erzählt, wir sind an dem See heute, wo er das Angeln begonnen hat vor vielen Jahren. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Angeln in England so ist, weil es sollen auf jeden Fall sehr viele coole Karpfen drin sein, schön beschuppte. Und ja, vielleicht catchen wir heute einen. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Runde um den See, um uns einen gewissen Überblick zu verschaffen, ob wir irgendwo Fische sehen, um vielleicht einen zu lokalisieren. Es sind auch schon ein paar Angler vor Ort. Ganz witzig, wo wir gerade angekommen sind, hat auch der erste gebissen bei einem. Mal gucken. Scheint nicht schlecht zu sein heute. Wind passt, Luftdruck passt. Das sollte eigentlich was beißen.
Routen liegen. Wir haben jetzt drei Routen hier im See verteilt. Das ist eine echt coole Ecke. Wir haben hier jeweils zwei Inseln auf jeder Seite und haben jetzt mit ganz kleinen Hookbaits direkt vor einen Busch gelegt. Auf zwei Routen haben wir einen Shotrig, auf der einen Route einen Bodenköder. Und ja, wir haben echt wenig Zeit, aber Louis ist ganz guter Dinge, dass hier was beißt. Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber gut, mal gucken, was kommt. Aber hier ist der erste im Drill. Mega. Aufs Shotrig. Mein erster Engländer. Ja, hier ist der erste Engländer für mich. Mega geile Aktion. Hätte nicht erwartet, dass es so schnell beißt. Besser kann es nicht laufen. Richtig geil. He's nailed. Look at that. Absolutely buzzing. I didn't expect to catch one myself. I'm really pleased that Felix managed to catch one so quickly. But now we need to head to the tackle shop and pick up a few supplies. So, mega gal. Nice. Ja, besser hätte es nicht laufen können. Wir haben jetzt zwei Fische gefangen, packen zusammen und fahren jetzt erstmal kurz in den Angelladen, besorgen noch ein paar Kleinteile zum Hechtangeln und fahren dann an den nächsten See und angeln da noch kurz auf Hecht. Vielleicht erwischen wir da auch noch einen.
Die Karpfen sind abgehakt, eine richtig geile Aktion. Wir fahren direkt weiter in den Angelladen, checken da mal kurz ab und holen uns ein paar Schwimmköder zum Hechtangeln. Vielleicht fangen wir dann noch einen dicken Pike. Wir haben uns ein paar Spinnköder besorgt, besten Köder aller Zeiten, Salmus Leider. Der geht immer, der sollte auch in England funktionieren. Wir fahren jetzt direkt weiter ans nächste Gewässer. Es regnet wie aus Eimern außen, nicht die besten Bedingungen, aber wir haben Bock und mal schauen, ob noch ein Hecht vorbeiguckt. Was für ein Einschlag. Ich habe hier eigentlich eine viel zu leichte Route zum... Oh no. Oh, shit. Ja, abgegangen. Ärgerlich. Wir haben jetzt knapp 4 Stunden lang probiert, einen Hecht zu fangen hier in dem kleinen See. Gleich am Anfang hatte ich einen Biss, der ist aber leider ausgestiegen und danach hatte ich nur noch ein paar Nachläufer. Mega ärgerlich, aber gut, das ist Angeln. Es ist nicht ganz so einfach heute und wir packen jetzt dann auch zusammen und fahren weiter Richtung Flughafen, weil morgen früh fliege ich direkt wieder nach Hause. Ihr könnt auf jeden Fall mal die Videobeschreibung abchecken, weil dort habe ich einen Link reingepackt, weil wir haben heute Abend, beziehungsweise gestern Abend, ein Interview gedreht für Angling Direct. Das ist jetzt online. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und wie immer, abonnieren nicht vergessen. Ja.